Ich habe im Moment 12 Bücher im Kopf ungefähr, die darauf warten, geschrieben zu werden, und mir fehlt einfach die Zeit. Angefangen hat eigentlich alles ungefähr, als ich 4 Jahre alt war. Das war der Zeitpunkt, als ich gelernt habe zu lesen, und das war ebenso der Zeitpunkt, als ich auf die ersten Pferde in meiner Umgebung aufmerksam wurde. Und von diesem Zeitpunkt an ließ mich beides nicht mehr los. Als ich älter wurde, wurden die Pferde erst immer wichtiger, und so habe ich dann auch nach Abschluss der Schule mich völlig auf die Pferde konzentriert und mich spezialisiert auf Reitunterricht und Pferdetraining. Doch irgendwie fehlte mir der literarische Ausgleich, und die Ideen überschlugen sich in meinem Kopf. So kam es, dass ich mich irgendwann hingesetzt habe und angefangen habe, ein Buch zu schreiben. Ein Buch über starke Frauen und über Drachen. Schreiben ist ein Ausgleich zum Reiten. Beim Schreiben kann ich wirklich einfach meinen fantasiefreien Lauf lassen. Ich kann Träume verwirklichen, Welten erschaffen, Leute umbringen, die mich nerven. Das ist total schön. Wenn ich am Schreiben bin, bin ich auch sehr schwer ansprechbar und immer wieder drifte ich weg. Also auch wenn dann meine Familie gerne mit mir etwas besprechen möchte, bin ich oft sehr abwesend oder sehr kurz angebunden, weil ich muss leider in der Parallelwelt, die ich gerade erschaffe auf dem Papier, noch etwas erledigen. Durch Dinge, die ich sehe, durch Leute, die ich beobachte, durch Träume, die ich habe, also während der Nacht, wachsen im Prinzip diese Ideen. Ich habe manchmal wirklich so das Gefühl, dass ich die Ideen so aus der Luft pflücke, und dann muss ich diesem Faden folgen und ich schreibe sie halt auf. Ich bin quasi der Geschichtenerzähler für den Leser. Wenn ich eine Geschichte schreibe, dann ist mein allererstes Ziel, dass es den Leser in eine andere Welt entführt. Es soll eine Art Urlaub vom Alltag sein. Er soll sich entspannen können und sich fallen lassen können. Und er soll sich darauf freuen, wieder zu dem Buch zurückzukehren, weil er gerne mit diesen Menschen, die er da kennengelernt hat in dieser Geschichte, weil er gerne mit denen mehr Zeit verbringen möchte.